Ja, aber wenigstens kann ich so ein bisschen kämpfen üben jetzt. Ja. Mann. Oh fuck, die Ratte war schon hier. I have this thirst for blood. It's locked. Irgendwas hoch, dann runter droppen. Ich könnte auch. Und hier runter. Die Ausdauer. Oh mein Gott, das ist eine Minute Cooldown. Oh, nice. Parieren war mega stark. Kann ich die Tür auch aufmachen hier? Die Tür wurde aufgeschlossen. Da ist noch eine Ratte. I can't believe I'm doing this. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Alter, wie ihr die beiden oben hört. Guten Tag, Bürger. Ich hoffe, ich sie klauen kann. Oh, yes. Hast du Nelkenextrakt? Alter, bei dir geht's ja voll ab. Schillinge. Pillendose, ja, läuft. Servus. What? What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Ich bin Arzt. A fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens would kill me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants, fucking savages, every one of them. They're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Yo, Cadogan Bates. Bürger gerettet! Du hast einen Bürger gerettet im 10. Versuch. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinen Bezirk zurückgekehrt, okay. Oh, der ist eins. Den könnte ich jetzt mesmerieren. Aber ja, der hat eine Erkältung. Den muss ich erstmal behandeln. Der. Das in deinem Bezirk. Bisschen EP kriege ich ja. Untersuchung erfolgreich vergeht. Was? Vergeltung? Untersuchung? Was? Ach so. Hier, da ist sie. Das falsche Ziel. Stopp. Zack, verfolgen. Ah, das ist jetzt hier Whitechapel. Da kennen wir schon Albert Palmer aus dem Brief und Cadogan Bates, den haben wir eben gerettet. Okay. Offenbar ist Whitechapel so das Gebiet, in dem ich ein paar Leute fressen kann. Alkohol, Pillendose, da hüben ist noch ein Schrank. Oh, wollen wir das noch was? Alkohol, Pillendose. Salicin-Chinin. Okay. Na, also die beiden oben lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Geh hier raus und dann ist das einfach geschafft. Nice. Hier, wir fressen noch eine Ratte. This is despicable. Egal. Raus da. MP-Fähigkeiten funktionieren besser im Zusammenspiel mit anderen Fähigkeiten. Probier verschiedene Fähigkeitskombinationen aus und erzeuge mächtige Kombos. Okay. Ja, der Dodge-Hit ist schon cool. Also, dass ich außen Dodge direkt in... what?
Die sind wieder da? So, du bist down. Oh, fuck. Okay. Ein bisschen Ausdauer recken. Zack, du bist down. Okay. Ah, wenn ich pariere, kann ich immer instant saugen. Nice. Down. Okay, mit dem Parieren, da komme ich doch durchaus besser zurecht als mit dem Ding. Hier ein Koffer, Pillendose und hier liegt noch Schrotpatrone. Okay. Nice. 41 Meter da lang, da muss ich halt so gesehen hier. Durch das Ding, aber die sind Stufe 16, ich bin Stufe 6. Es lohnt sich eigentlich gar nicht da reinzugehen, jetzt für die Mission aktuell. Wenn ich Fische gefunden habe, ich ja. Ich mache mal die Story-Quest weiter. Ich glaube, das ist jetzt schlauer. Und mit dieser Zweihandwaffe ist es deutlich besser als mit der Einhand, habe ich festgestellt. Das Parieren ist schon eine coole Ability. Ich muss nur richtig timen. Wieder im Hospital. Volles Leben, volles Blut. Schaut doch alles gut aus. Du musst die Leichenhalle betreten. Da muss ich dahinter. Mülleimer, in dem ich wühlen kann. Kleiner Beutel voller Ramsch. Krankenhaus ist voll. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Das Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Okay. Da hat ausgeblitzt. Ach, wieder Mülleimer. Wolf Harburg. Achso, hier bin ich. Bei Nachtschicht bin ich eben. Whitechapel, Pembroke, die Docks. Das wird dann Black Wolf Harburg sein, was mir aber nicht angezeigt wird. Ja, Whitechapel ist auch bedenklich. Obwohl ich hier Leute habe, die sind halt krank. Die Stütze ist die Dorothy. Von Blackwood. Wir müssen aber hier dann. Da rein? Hier den Schilling, ja? Öffentliche Bekanntmachung, die kennen wir schon. I cannot enter. Ja, gut, die Tür ist verschlossen, weil wir sollen ja die Seitentür nehmen. Zumindest heute mal wieder ein bisschen mehr Action als das letzte Mal. Ah, da vorne ist mein Ziel. Umschauen, nicht, dass hier irgendjemand. Das Quarantäne! Quarantäne, Grippe. Betreten Sie diesen Bereich nicht. Auftrag des Gesundheitsministeriums, Gesundheitsbeauftragter. Okay, hier darf ich nicht rein. Und da sind auch Markierungen dran, dass hier alles im Arsch ist. Okay. War da eben irgendwas? Nö. Ach, sondern das Blitzen. Okay. Da komme ich rein. Hier gibt es eine Kiste.
Oh, Patrone und Schrotpatrone. Zwei 16. Oh, fuck. Okay. Ja. Egal, ich nehme die Sense wieder. Sense müsste ich upgraden. Keine Ahnung, was da hinten hingeht, aber wir gehen einfach rein. Fortschritt. Ah, ist auch wieder ein... so ein eigener Bereich. Ein instanzierter Bereich. Das war es, was mir nicht einfallen wollte. Suchen Sie in der alten Leichenhalle nach nützlichen medizinischen Zutaten. Eisentartrat, Kinin und Natriumchlorfurat. Okay, Kinin habe ich ja schon. Ach schön, das wird mir auch alles angezeigt. Das ist die Leichenhalle, das heißt hier eventuell sind hier auch so Ghule drin. Da unten ist ein Blutfleck. Warum ist der unten? Ich muss wahrscheinlich auch nach unten. Ah ja. 5 Meter. 5 Meter oben über mir. 42 Meter unten. Ja, ja, ich muss auf jeden Fall noch nach unten auch. Da gibt's Loot. Glasfiole. Hoch, 6 hoch, 47 runter. Das ist die Tür. Führt nur wieder in einen Raum, wo es eventuell Loot gibt. Auch Schillinge. Ich höre sie halt schon die ganze Zeit. Huah, huah. It's locked, all right. Jo, die ist verschlossen. Da brauche ich ja. Finden Sie den Schlüssel. Jo. Wo ist doch das Skull? Oh, Level 6. Der Widerstand gegen Nahkampf und Fernkampf, aber nicht gegen Blutmagie. Ein Skull. Ah, fuck. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Naja, diese Krankheit beißt mir schneller als die Grippe aus. Hier haben wir schon Balls of Mars, Fortifiers. Eisentartrat. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Mhm. Ist hier noch was? In dem Raum? Nein, hier war nur das Eisentartrat drin. Es geht auch noch weiter hoch. Oh, ich kann die Leiche noch überprüfen. Nein, ich kann sie einfach nur ausnehmen. Zigarettenetui. Der für Blut. So, hier ist das nächste drum. Hier ist das Kinin. Schillinge. Die Tür mache ich mal noch nicht. Hier komme ich gar nicht rein. Davor liegt noch einer. Nichts. Kein Gegner. Aber hier den Schrank kann ich looten. Flasche mit Alkohol. Ah, das ist der Schlüssel. Will surely grant me access to the basement.
Jo, ist nur noch Natriumhypochlorid. Au! So, ich heil mich mal. Jawohl, da hab ich ihn gekontert. Aber heil ich mich gleich nochmal, nehme den Loot mit. Ha! Eisentatrad! Er läuft! Schön, dass hier einfach mal strange von hinten einer kommt. Das ist keine Kiste, aber hier. Patronen! Plus 1, plus 5, aber sind wir mit Patronen wieder voll. Aber die Pistole, die überzeugt mich eben nicht so wirklich. It's locked. Okay, die Tür ist auch verschlossen. Ich habe aber einen zweiten Schlüssel, habe ich hier nicht gefunden. Nö. Gehe ich erstmal weiter hoch. Da liegt wieder ein Toter. Okay, ich bin jetzt auch ganz oben. Die Tür geht nicht rein. Tür auch nicht, aber... bessere reichhaltige Bruchfiole. Okay. Schade, ich dachte, da kriege ich jetzt den Schlüssel. Für die verschlossene Tür. Aber dann geht's ab nach unten. In den Keller. Halt. Ah. Das ist hier kräftig, eine Blutfiole. Oh, das war so ein Blinker. Wo ist der? Boah, hat der mich jetzt erschrocken. Alter Schwede. Ich kann da jetzt doch nicht runtergehen, bis ich den gefunden habe, oder? Oder war es geplant, dass der hier... So, hier komme ich raus. Alter, ja voll! Mir sind voll die Haare aufgestellt. Alter Schwede. Hier ist der andere Ausgang, die Seitentür. Ja, okay, ich glaube, der ist jetzt unten. Eigentlich begegnet man hier dem wahrscheinlich zum ersten Mal und ich habe einfach schon mal eine High-Level-Quest gemacht. Boshafter Skull, boshafter Skull, boshafter Skull. Sind da rechts. Linker ist nicht da. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Nein, saugen kein Blut. Bam. Nochmal Eisentatrad. Da rechts sind die anderen zwei Skulls. Sechser und ein Fünfer. Der Fünfer ist mir sogar grün angezeigt. Das heißt, den... Der ist ja gut zu bekämpfen für mich. Patronen. Ich soll hier offenbar ein bisschen rumballern. Schrottpatrone. Ach, meine Waffe ist ja zu schlecht dafür, dass ich rumballer. 5.13, 6.12. Okay, ja, die Muni ist voll.
Warte, dann nehme ich auch nicht die Säge, sondern das Beil wieder. Dann benutzen wir noch mal ein bisschen die Pistole. Und da vorne ist der andere. Ach, shit! Jetzt weiß ich die nochmal. Nein! Wegdodgen, wegdodgen, wegdodgen! Nein! Ach, komm! Habe ich. Ach, fuck. Ach, das ist, wenn ich irgendwie eine Wand dodge, dann erwischt er mich halt danach. Oh. Das ist, wenn ich gegen eine Wand dodge, dann erwischt er mich. Das ist schlecht. Vorne geht's nicht weiter. Ich muss da hinten zu dem anderen Zombie. Zombie! Ja. Erstmal gehe ich hier lang. Da ist noch Loot. Schillinge. Ach, Schillinge sind kacke. Ist ja was so Kisten zu deppern eigentlich nicht, oder? Aber die Pistole überzeugt mich dazu eigentlich überhaupt nicht über die Sense wieder. Ich werde auch versuchen, die Sense abzugraden. Ah! Wo ist auf das Skull? Level 5 ist der bloß, der was da vorne ist. Irgendwas looten? Nee. Oh doch, da. Nee, ist eine Tür. Ah, da könnte ich ihn jetzt theoretisch backstabben.